Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf der ModMap Caballus. Hallihallo, ihr Lieben. So. Es ist eine Zeit vergangen. Wir wollen jetzt endlich das Tech-Labor machen. Hm? Wir sind fleißig am Vorbereiten alles. Sollte alles soweit durchgelaufen sein. Ja, Splitter laufen noch. Hm? Okay. Ich nehme schon mal mit zum Bauen. Also, wenn ich was mitnehme, so muss ich sagen, ne? Ach, ja, ich höre mal auf mit Splitter. Ich habe so viele Splitter jetzt hergestellt. Ach, ich glaube, das sind so viele. Ja. Ich meine, wir haben jetzt schon gut Element, weil wir pflanzen das Element hier an, Leute. Mhm. Und wir haben überall schon gut Element drin. Und deswegen haben wir das alles schon. So, ich nehme erstmal Baumaterialien mit. Wir brauchen auf jeden Fall als erstes Fundamente. Fundament hatte ich gebaut. Da, Fundamente. Mhm. Dreiecksfundamente, das nehme ich auch schon mal mit. Das, das, das. Das Sprungbett kommt später. So, die kann ich auch noch mitnehmen. Du könntest eigentlich so weit wie du kannst ab die Glasrohr, ach, die 12 Wände, alles das, was du kannst, kannst du mitnehmen. Okay. Dann können wir unten, wo wir besprochen haben, das aufbauen. Hm. Weil ich bin jetzt schon ziemlich langsam. Ja. Warte mal kurz auf der Mini. Ja, ich bin am Schleichen jetzt. Alles gut. Muss hier kurz die mal. Ja, habe ich nicht mehr mitgekriegt. Moment, geht's sofort los. So. Dann auf ihn, auf ihn. Das hat jetzt auch so schnell, ja? Ja. Ja, bevor wir da tausendmal laufen müssen. Mhm. Deswegen gehen wir ja zu zweit. Das Sprungpad hast du ja mit, ne? Nö. Ach, ey. Ja, dann. Ja, lass mir das Zeug zum Bauen. Wir haben ja soweit alles. Du gehst mal da weiter geradeaus. Ich gehe hier dran vorbei. Ich zeige mal, wir haben jetzt zwei Stecktegos. Da wollten wir eigentlich züchten. Müssen wir aber später umdingsern. Eins, weil zwei Männchen. Wir haben auch schon einen normalen Stego. Und wir haben einen Griffin. Und ein Schaf. Wie hattest du geholt, ne? Ja. Ein Schafsbock. Ach. Ich bin bei der Dodos drin. Ja. Wir müssen ja noch beim Babyhaus alle aussortieren. Ja. Ach je. Dazu sind wir ja noch nicht gekommen. War keiner da und hat das gemacht. Ja, ich war anderweitig beschäftigt. Ja, das machen wir zusammen. Ja. Das ist, Leute, wir haben jetzt auch schon Tech-Schuhe an. Wegen Runterfallern und so. Und die Mini hat einen Tech-Bogen. Ja. Und Scharfschützengewehr. Haben, oh. Haben wir uns einfach gegönnt. Oh, das ging ja hier an der Seite direkt runter, ne? Ja. Wir stellen da natürlich unten zwei Tech-Schütze hin. Hm. Ach je. Bis da unten bin, ist die Folge vorbei. Willkommen im Club. Ach warte, ich habe doch Tech-Schuhe an. Da kann ich doch hier bestimmt runterspringen gleich. Ja toll, jetzt wo ich den langen Weg nehme, ne? Aha. Wenn Arschus Krampus. Die Fundamente gelegt habe, bist du da. Oder so. Aha, oder auch nicht. Je. Ja, Leute, wir rennen hier, ne? Oh, ich sehe das Tor schon. Pracht. So, jetzt müssen wir hier vorne gucken, dass ich auch nicht falsch runterjumpe. Wo ist denn die Ecke? Da. Hinterm Babyhaus. Ja.
Nee. Hier geht's ja runter. Och, jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen. Also ich. Ich glaube, wir sind gleichzeitig da. Nö, ich bin da. Ja. Ja, ich bin noch am Babyhaus vorbeigelaufen. Tja. Und das ist das gezeigt. So, ein Hoch auf die Tech-Schuhe. Und jetzt geht Tech auf Karte, nicht bumm tot. Nee, geht. Ich Also stell dir hier eine Kiste hin. wir. Ja, also wir wissen, dass Tech. In den Höhlen soll Tech hier nicht gehen. Also in allen Höhlen und Dungeons und sowas soll nichts an Tech funktionieren. So stand es auf jeden Fall in der Kartenbeschreibung. Und deswegen wollen wir auch eigentlich auf Tech verzichten. Hallo, die Kiste Hallo. steht hier. Ja. Kannst du dich ausladen? Ich gehe mal den. Nur die Schuhe, die wollen wir natürlich nutzen, weil wegen runterplumpsen und so. Ich Soll ich dann denke. schon mal den Rest holen? Ja, das wäre cool. Gut. Ich fliege, ich eile. Jetzt sollte man wieder normal laufen können, ja. So. Mal gucken, ich will ein Fundament wegbleiben von der Kante, damit man auch hinterherlaufen kann und gucken kann. Mal gucken. Gucken. Gucken kostet nichts. Hallo? Warum snappst du denn so wieder rum? So. Genau. Sind wir jetzt eine weg? Ja. Ach herrje, das bubbelt hier ganz schön rum. Das nicht. Da hat's draufgesetzt, das ist ja ganz schön. Ach herrje. Warum Ja, und zuckelt denn bin auf das dem hier? Weg. Ja, warum zuckelt denn das hier so rum? Weiß ich nicht. Du sollst da in die Lücke rein. Mit Q? Nein. Da war's. Da war's doch. Nein, du nicht. Da. Sehr schön. So. Ich bin am Überlegen, ob wir das wie oben so einen Winkel bauen, dass wir es dann offen lassen. So, mach doch. Vielleicht keine Tür reinsetzen, wisse. Geronimo. Tech-Schuh lassen grüßen. So, wenn wir dann hier auch hier noch ein Stück weitergehen. So, der Rest ist auch hier. Ach hey, hier hat er mir eine Steinfoundation ersetzt damit. So am Rumzuckeln. Seltsam. Ja. Hat er mir auch wieder was ersetzt? So. Sollte doch reichen, ne? Oder nicht? So. Hier, da muss noch eine hin. Hier. So. Ha? Was sagst du? Ja. Ja, ist doch gut. Ja, ne? So. Dann kriegen wir hier noch eine Schräge rein. Sehr dann gar nicht so schlecht auch, ne? Du weißt, wie das mit den Dreiecken ist. Aha, okay. Weißt du doch. Ich wollte eigentlich da hinten ansetzen, da. Tja. Was sagst du? Als Eingang? Ja, wenn die hier noch hinsetzt, damit das hier zu wird. Nee, das wird nicht passen. Dann komme ich ja da hinten ganz an die Spitze ran. Einer nur. Das höchstens dann so machen. Dann sah das vorher besser aus. Mal gucken. Nö, das sieht dann nicht aus.
Nee, das sieht da nicht aus, ne? Ne. Machen wir das hier weg. Und die hier weg, dann lassen wir das so, weil die Schenkel sind nicht gleich, ne? Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ja, hier sind auch drei. Eins, zwei, drei. Gleich groß. Ja, warum wir nicht gleich ankommen, weiß ich nicht. Nee, ja, weil die Dreiecke so komisch sind. So sieht das aber kacke aus. Mhm. Ich wollte eigentlich nur eine Schräge davor haben. Ja. Was hältst du von der Schräge hier als Eingang? So. Die ist doch fast gleichmäßig. Aber nur fast. Ja. Sehr schön. Okay. Dann das erstmal rein. Das auch. Dann so. Ach, haben wir schon Dings hier? Wie heißt es? Die Mutatoren? Ich guck mal hinter die Kiste. Mutatoren habe ich, ja, wollte ich gerade sagen, habe ich glaube ich gar nicht gebaut. Geh mal. Ja. Was der Pyro nicht im Kopf hat, hat die Mini in die Beine. Aha. Kriegen wir es da über Eck oder reißen die sich ab? Da passt es. Kriegen wir es jetzt hier auch? Ist immer wieder erstaunlich, wie der Pyro mich ignoriert. Ich hab doch gesagt, ja. Mhm. Hin. Und da möchte ich auch gerne eine haben. Wie viele Mutatoren willst du haben? Ja, wie immer, zwei Stück. Ach, zum Dings brauchen wir auch welche zum Imprinten, ne? Das sind dann sechs Stück, ne? Ja. Oder ein mehr zum Umdingsen, dass man nicht jedes Mal umstellen. Ja, dass du das dann sieben machst. Okay. Anu, komm schon. Hab ich. Jetzt geht's da vorne nicht ran. Ist aber dann doof, Leute. Okay, dann machen wir die weg. Machen wir die hier auch weg. Oder? Mal schauen. So. Oh, eigentlich bin ich ja doof. Ich hätte mir auch hochporten können. Ja, dann hättest du. Hast du das Sprungpad mit? Das sollte unten in der Kiste sein. Ich habe alles schön mitgenommen, was dann da war. Können wir das nämlich nachher einstellen? Dann, ne? Mhm. So, die habe ich. Gut. Hallo. Hallo. Machen wir erstmal Fenster so dahin. Mach das. Oh ja. Was sagst du? Ja. Reicht dann Fenster, ne? Ja. Ja. Hier schon das Dach drauf, ne? Eine größere Tür, die stellen wir doch sowieso davor. Ja, deswegen. So, dann kann das schon mal weg. Euch hole ich erstmal. So. Hier hin. So. Ja, auf der anderen Seite klappt das nicht so mit der Schräge. Ja, das muss. Oder sollen wir hier eine Wand hinmachen hier? Dann hast du da aber auch bloß die Lücke.
Mit der Reling fällt das nicht so derbe auf. Genau. So, dann brauche ich... Euch brauche ich. Die Leiter brauchen wir später. Und außerdem, das muss so, weil ist so. Ganz genau. Steht denn, im Weg? Ne, alles gut, hier kann man schön hochlaufen, aber hier hat er mir an der kleinen Ecke hier entweder die gesetzt oder die hier. Aber nicht beide, dass das so rumgeht. Ja. Ist halt so, ne? Ja. Weil wegen ISO und so. Gründe und so, ja. Ey, Gründe können wir uns nicht leisten, ne? Ach so, stimmt. Hölle. Ja. So. Passt, ne? Ja. Es nimmt Form an. Ja, dann brauche ich doch noch Wände. Da muss hier zwischen nämlich Wände. Und hinter dir dann auch eine. Da. Da. Wollen wir eins hochgehen oder dann Flachdach drauf machen? Ja. Das sollte nicht höher als die Mauer sein, ne? Weil das würde dann über die Mauer drüber gehen. Ja, stimmt. Dann kommt da auch eine Wand rein. So. Und hier, ja, nach vorne wollten wir auch lassen, ne? Ja. So. So. Dann Dach. Na, schick. Dachse kann man so gelten lassen, ne? Ja. Sehr schön. Was sagst du? Offener gestalten geht, glaube ich, nicht. Nö. So, dann kannst du da wieder rein. Das kann rein. Die kommt zu mir. Die müssen ja das snappen. Hallo? Ach, jetzt sag nicht, die snappen hier nicht. Wer denn? Was denn? Die Pillar. Brauchen wir da echt Sound Foundation, ne? Ja. Ich gehe ja schon. Ja. Diesmal porte ich mich. Sehr schön. Wollen wir nicht so weit laufen. Mach ich schon mal den Rest rein. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und die brauchen wir. Bringst du ja. Splitter mit. Ja, wie viele? Wenn du tragen kannst, ich möchte in jedem 12.000 haben. Okay. Versuch's. Wie viel Sun Foundation brauchst du denn? Mach mal 10 Stück, das reicht. Okay, aus Tech, ne? Ja, bitte. Und, dass du Dings machst. Dass du dir einmal mit der S-Plus-Kanone die Daten holst von den Kanönchen. Ach je, die Zahn Foundation dauern, glaube ich. Warum? Jetzt ist das eine fertig. Zwei. Ja, ich hab ja hier noch. Ach so, und Element. Ich hab ja. Element, habe ich. Ja, nur 600 und in Tasche. Warum habe ich denn so viele Elemente in Tasche? Weiß ich doch nicht. Ja, reicht ein Stack erstmal? Bitte? Reicht erstmal ein Stack? Ja, ja, ich tue hier schon mal 300 rein. So. So.
2, 3, 4, 5, 6. Und dann brauchen wir einen noch zum Umdingsern. Machen wir hier hin. Einzeln. So, kann man hier hingehen mit dem Pi? Genau. Dann müssen wir noch die Reichweite einstellen. Konnte man noch da Range. Und mal plus 5. Gucken, wie weit er geht. Plus 5 vielleicht ein bisschen viel. Mal gucken, ob ich jetzt noch Fundament jetzt noch trage. Ja, auf 7 reicht. Okay. Jo. Ich stelle schon mal die Range ein hier bei denen. Die stelle ich auf 7. So, Moment. Bin gleich da. Ja. So. Last Remote Location. So. Ist ja nicht weit weg. Ja. Umdingsern. Wie weit ist deine Range? Du stehst jetzt hier weit draußen. Das reicht. Okay. So. Umdingsern. Er portet mich nicht. Ist wohl zu dicht dran. Okay. Swaps Agenda. Gut. Da muss ich laufen, Moment. Und hier kommt dann Change Mode. Imprint, da ist es, genau. Zack. Bist du noch oben? Nein. Okay. Ich habe mich gerade runterfallen lassen. Also der einzeln steht, ist zum Umdingsern und die anderen hier sind zum Imprintern. Die stelle ich gerade ein. Okay. So, sollte jetzt alles drin sein. Sehr schön. Was du bestellt hast. So, manche wissen ja gar nicht, was man damit alles machen kann. Mit diesen S-Plus-Mutatoren. Eine ganze Menge. Ja. Hast du kein Element reingetan? Ach. Ja, ich hab's in die Kiste gepackt, du Witzbold. Ja, dann pack's mal hier rein. Ich hab schon jetzt, Ach, herrje. Ausgetan. Moment. Ach, hier müssen wir gleich Element reintun. Das hilft ja so nichts. Sonst teile ich hier alles auf und das reicht auch hinten und vorne nicht. Ja, ich hole noch mal. So. Splitter sind dann hier drin, ne? Ich hole noch mal Element. Ja. Das hier, weil für 7 Stück braucht man ein Element. Wenn überall 500 drin sind, das reicht ja mehr als aus. Hast du die hier schon eingestellt? Ach, die Kanonen. Nein. Mache ich gleich. Moment. Dann stecke ich mir jetzt erst die Infos da ein von den Kanonen, sonst vergesse ich das. Ja. So. Jo. Das hier können wir dann, glaube ich, einsammeln. Brauchen wir nicht mehr. Zack. So. Zack. Wir könnten hier dann wieder das Ding hinstellen.
wo man die, ach, wo man die Überwachungskameras macht. Ach ja, wir brauchen auch noch Licht hier drin, ne? Ja. Nehmen wir ein so eine S-Plus-Birne. Wenn du noch oben bist, bring mit. Moment, eins nach dem anderen, sonst vergesse ich doch wieder die Hälfte. Je. Ach, Ach, unten Fundament brauche ich. Oder warte, habe ich hier nicht noch ein Tech? Ja, Fundament brauche okay. nicht. Sollte doch auch mit dem Tech-Fundament gehen. So, hier sind wir und müssen dahin springen. Gehen wir So. hier hin Ich mit habe dem Sprungpad. das Element, was wollte ich jetzt noch mitbringen? Eine Lampe. Diese ganz normale S-Plus-Dreierlampe da. Kann ich auch hier drin bauen? Ja, ne? Ja. Diese Rundleuchte oder die zum Hinstellen. Zum an der Wand hängen. Je. Jetzt wisst ihr, wie das heißt, das Ding. Wenn du bei Dings. Technik. Aber das ist das nächste Nein. Mal. Dann geh an der S-Plus-Wand. An der S-Plus an den runden Tisch. Und wenn du da Ja. auf Elektronik gehst, da siehst du sie sofort. Okay. Ja, normalerweise ist gut, das immer gebaut. Multilamp. Oder so. Je. So, sonst noch was? Nö. Gut. Die böse, böse Uhr grinst mich schon wieder an. Okay. Da kommen wir nie an. Ach je. Hallo. Hallo. Und die Lampe packe ich hier rein. Ja. Dann verteile ich in der Also wir Zeit müssen hier noch ein die. bisschen weiter rechts und steiler gehen, Leute. Dann passt das. Steiler. Ein bisschen weiter rechts. Wo ist die Lampe in der Kiste drin? Ja. Gut, dann nehme ich die mal raus. Bringe ich an und dann können wir eigentlich. So, die kommt nämlich hier hin. So. Können wir uns hier hinstellen. Dann bin sofort da. Bevor es ganz Da, dunkel da. ist. Ja. So. Und dann sagen wir von hier aus, Leute, das Tech-Labor, würde ich sagen, steht. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen verzieren können oder so. Und ansonsten würde ich sagen, es steht. Wir sind soweit. Wir können die Dinger umdingsern. Dass wir aus Weibchen Männchen machen und aus Männchen, ne? Können auch wilde Dinos imprinten und sowas. Dass wir die vielleicht direkt nutzen können. Weil die dann die gleichen Werte kriegen wie Zucht. In dem Sinne würde ich sagen, voller Erfolg und erstmal Tüdelü und Tschü. Tschüss. Hallo gefunst.